Sprechen wir mal über die Trainingsbedingungen hier in Schwerin. Laut Plan sind es von Montags bis Freitags 10-mal Training. Mhm. Ist das auch tatsächlich realistisch? Wird das so gemacht? Das ist mein Traum, 10-mal die Woche zu trainieren. Nee, also es ist komplett abhängig davon, wie unser Kalender ist, wie unser Spielplan ist. Haben wir zwei Spiele pro Woche, dann wird es natürlich mit den Trainingseinheiten immer sehr, sehr rar. Und was natürlich oft schnell darunter leidet, ist bestimmt besonders die individuelle Arbeit mit den Athleten. Zwei Spiele pro Woche bedeutet in erster Linie natürlich wahrscheinlich noch mit Reisen verbunden. Mhm. Dass es erstmal viel im Komplexbereich und im taktischen Bereich halt gearbeitet wird, die Mannschaft vorbereitet wird auf die einzelnen Spiele. Wenn es die Möglichkeit mal gibt, wie diese Woche unter anderem, dass wir unter der Woche mal kein Spiel haben, dann müssen wir jetzt während der Saison natürlich auch erst der Linie darauf achten, dass wir zum einen erstmal probieren, ein bisschen Regenerationszeit auch zu geben für die Spielerin. Zum anderen probieren wir auch natürlich dann auch diese Zeit auch wirklich effektiv zu nutzen und auch besonders im individuellen Bereich morgens zu arbeiten, da im Technikbereich zu trainieren, aber auch abends mal ein bisschen längere Zeit nehmen, um im Komplexbereich auch trainieren zu können.